In diesem Dialog, der da musikalisch und sprecherisch auf der Bühne entstanden ist, da war eigentlich eine große Lehre enthalten, eine Lehre, die mich etwas gelehrt hat. Und vor allem eben der Aufruf meines Kompagnons da, dass man sich eigentlich vor einem Publikum ein bisschen anders einführen sollte als Autor. Und zwar nicht so ganz entfernt, am besten sehr ehrlich und sehr direkt. Und dann habe ich überlegt, wie ist ein Autor direkt und ehrlich, vielleicht mit seinem eigenen Alphabet. Ursprungsalphabet. Ich bin Ariadne, die dem Faden, dem Roten, dem Wollenen folgt. Ich bin Briseis, die Achilles diente, bin Kalypso und singe für Odysseus und hoffe, dass er mich nicht verlässt. Ich bin Diana mit dem Silberbogen, Silberpfeil, die Mondzicke. Ich bin ein guter Maler und heiße Hitler. I am Ferlinghetti, crying over Alan, crying over Alan, howling over Alan. Ich bin Guanin, der DNA, Bauer, der Knecht. Ich bin Hadrian und baue eine Mauer, mir zu Ehren, dem Reich zur Wehr. Ich bin ich auf Freuds Couch. Ich bin Jonas im Walbauch mit unendlichem Vertrauen. Ich bin Cassandra, die ständig spricht, doch keiner hört. Ich bin die Lang. Kite, mit der ich vergesse und an dich anschließe Medea, die deine Geliebten ein Kleid näht, den Kindern die Köpfe verdreht. Ich bin Nora, der du ein Puppenhaus baust. Ich bin Ochsenfrosch, denn das ist Liebe zwischen Frieda und Diego. Ich bin Proteus, denn ich will allen gefallen und hüte die Robben am Strand. Ich bin die Qual des Laokoon, eben dort, wo die Wellen brachen. Ich bin Rilkes Panther, Tier, Pfleger. Sibylle, Sibylla, Sibyl, who cares? I speak in riddles. Ich bin Ton aus Erde, Sediment aus Stein, aus dem Adam entstand. Du bist der Hauch und unsinkbar. Ich bin Verlorenes am Wegrand, ein Stein, den einer lange mitgetragen hat. Ich bin Warten auf Läufer, auf den Läufer aus dem Marathon, dem Fenchelfeld. Ich bin X-Men, Ahnen der Tafelrunde. Ich bin Zynisch, Baby. Yeah. Zynisch. Ich bin Zynisch.